Ich frage mich noch, wie wir zu den Folien kommen. Ach, da sind sie schon. Sehr gut. Ja, mein Name ist Katrin Rockenbauch und Lynn hat ja schon eingeführt, wir wechseln die Perspektive von der Studierendenperspektive auf KI auf die Lehrendenperspektive auf ein Papier des Wissenschaftsrates, und zwar das Papier zur zukunftsfähigen Ausgestaltung von Lehre und Studium. Wer ist eigentlich wir? Wir sind Ella und ich und Jonas, der hier offstage im Publikum sitzt. Wir sind die Hochschuldidaktik Sachsen, beziehungsweise ein kleiner Teil. Wir sind ein kleiner Teil der Hochschuldidaktik Sachsen. Wir sind alle Projektmitarbeitende eines Stilprojektes, das sich im Kurz D2C2 nennt. Und wir sind aber nicht alleine. Wir haben das Ganze nicht alleine gemacht. Wir haben unheimlich viel Unterstützung von all unseren Verbundhochschulen, von Prorektorinnen, von Leitungen, von Mitarbeiterinnen erfahren, und die möchten hier einfach alle mal erwähnt sein. Und ganz namentlich möchte ich Dana Frohwieser vom Zentrum für Qualitätsanalysen von der TU Dresden und Claudia Bade als Geschäftsführung des HDS namentlich erwähnen, die auch viel unterstützt haben. So, wir haben Ihnen also eine Perspektive auf die, eigentlich haben wir Ihnen eine HD-Perspektive auf die Perspektive der Lehrenden mitgebracht und wie die Lehrenden, die ja, sich zu diesen Aussagen des Wissenschaftsrates stellen. Warum haben wir das aber gemacht? Wir haben auf der einen Seite uns gefragt, wie erleben Lehrende diese Aussagen oder diese Vorschläge zur Zukunft, und auf der anderen Seite, und das ist unser zweites Ziel heute, sehen wir das so, dass schon über dieses Papier zu reden, und das tut man ja mit einem Fragebogen, bereits eine Intervention auf dem Weg in eine Zukunft ist, wenn man sich mit etwas beschäftigt, wie andere sich Zukunft vorstellen. Das ist sozusagen unser zweites Ziel heute. Wir wollen mit Ihnen ein Stück darüber auch sprechen, vor allem am Ende. Wie könnt ihr denn so eine Befragung nutzen, um zukunftsfähiger zu werden? Aber erstmal sitzen Sie vielleicht heute hier, weil Sie jetzt einfach hier sitzen. Oder aber Sie haben das Programm gelesen und haben von unserer Frau Dr. Aim High gelesen, die sich im Jahr 2031 befindet. Und ja, da haben wir einfach mal die KI, namentlich die von Canva, befragt, was sie denn sagen würde zu unserem Zukunftsszenario, was wir im oder als Bild vorschlägt. Also Dr. Aim High findet es nämlich super geil, dass es im Jahr 2031 Tandem-Seminare gibt und sie mit Studierenden aus verschiedenen Hochschulen heute ihren Tag erlebt hat und sehr angeregt nach Hause kommt. Könnte aber auch sein, achso, und ihr Sohn fragt sie, wie kam es denn dazu? Und sie fängt an zu erzählen von dem Papier des Wissenschaftsrates, was im Jahr 22 aufgelegt wurde. Dass jemand so positiv über diese Umsetzungsszenarien spricht, ist ja nicht selbstverständlich. Es könnte genauso sein, dass jemand das nicht so toll findet, was da drin steht. Und genau deswegen haben wir unsere Lehrenden befragt, wie sie denn zu den Aussagen stehen. Aber erstmal möchten wir von Ihnen wissen, wo Sie stehen. Jetzt sind alle, die digital zugeschaltet sind, haben die Möglichkeit, auf unsere Fragen zu antworten. Alle, die hier sind, könnten sich entweder noch ganz schnell auf der Plattform einloggen oder vielleicht einfach die Hand heben. Unsere erste Frage ist nämlich, wie gut kennen Sie denn das Papier zur zukunftsfähigen Ausgestaltung von Studium und Lehre des Wissenschaftsrates? Wir haben eine Fünfer-Skala von sehr gut bis überhaupt nicht. Und Ella blendet die jetzt ein. Klappt das? Und kriegen wir auch Ergebnisse? Und Sie könnten auch mal sagen, ich würde jetzt hier mal nur so kenne ich oder kenne ich nicht machen. Kennen Sie das Papier? Ja. Wer kennt es gar nicht? Gibt auch welche, ja. Also die Mehrheit hier im Raum kennt das Papier. Ein paar sagen, kenne ich nicht. Ist ja auch völlig fein. Was sagt denn
das Ergebnis hier, Ella, siehst du das? Soll ich? ja, also der überwiegende Teil kennt das Papier nicht. Manche kennen es teilweise, aber es ist eher unbekannt, würde ich sagen. Okay. Unsere zweite Frage baut leider darauf auf. Wenn Sie das Papier kennen, für wie erstrebenswert halten Sie denn die Szenarien, die da drin geschildert werden? Ich weiß, das ist jetzt zu plakativ, also das ist jetzt eine sehr umfassende, globale Frage, aber vielleicht haben Sie so ein Bauchgefühl. Finde ich gut, finde ich weniger gut. Die im digital zugeschaltet sind, können wieder auf einer Fünfer-Skala sagen, wie gut Sie das finden, wie erstrebenswert. Hier im Raum würde ich wieder fragen, für die, die das Papier kennen, finde ich überhaupt nicht erstrebenswert. Die würden mal die Hand halt heben. Also ich würde sozusagen ja, nein machen. Und finde ich erstrebenswert oder eher erstrebenswert und erstrebenswert. Da hinten erheben immerhin ein paar die Hände. 3. Was sagt der Chat? Ja, ich würde sagen, im Chat bildet sich das genauso ab. Es gibt eine klare Tendenz in Richtung erstrebenswerte Vorhaben vom Wissenschaftsrat. Okay. Jetzt geht es noch eine Frage weiter. Und damit lernen Sie gleich ein Stück der Struktur unseres Fragebogens kennen. Wir haben auch gefragt, unsere Lehrenden, wer soll denn das umsetzen? Können Sie als einzelne Lehrende das umsetzen oder brauchen Sie die Hochschule? Wer ist mehr verantwortlich, ich oder die Hochschule? Und genau diese Frage möchte ich auch an Sie geben. Wer ist mehr verantwortlich, wieder im Chat mit einer Fünfer-Skala und hier im Saal eher Sie als einzelne Lehrende oder die Hochschule? Mit Leitung oder irgendwie was dazwischen? Vielleicht machen wir jetzt hier eine Dreier-Skala. Was würden Sie sagen? Ich? Aha, 2 Leute sagen ich. Die Hochschule? Sind auch 2 Leute, 3 Leute? Wir gemeinsam? Gemeinsam? Ja, sind 3, 4 Leute hier im Raum. Wie ist das im Chat? Auch da ist es ähnlich. Viele, also die meisten sehen eine geteilte Verantwortung und ein paar wenige sehen die Verantwortung eher bei sich selbst. Und ich glaube, ja, genau, eine Stimme, die in Richtung Verantwortung der Hochschule geht. Genau. Wir haben Ihnen jetzt also nachdem wir Sie gefragt haben, wo Sie stehen, erzählen wir Ihnen ein Stück, wo stehen denn die Lehrenden? Und da übergebe ich an Ella. Danke. Genau, nochmal ein kurzer Blick auf die Agenda, aber ich würde einfach weiterspringen. Genau, wie vielleicht deutlich wurde, es gibt unterschiedliche Sichtweisen auf die Empfehlungen des Wissenschaftsrats, je nachdem, aus welchem Fach Sie kommen oder welche Rolle Sie haben in Bezug auf Hochschullehre. Und wir möchten daher an dieser Stelle auch betonen, dass der Wissenschaftsrat mit seinen Vorhaben von Umsetzungsvorschlägen spricht, die je nach Fach, Hochschule und Land unterschiedlich ausgestaltet werden müssen, wenn es dann konkret wird. Und wir haben daher die Lehrenden gefragt, also Lehrende aus Sachsen gefragt, aus unterschiedlichen Fachbereichen und aus unterschiedlichen Hochschultypen, also Unis und HAWs. Und wir haben sie gefragt nach ihren Einstellungen in Bezug auf, in Bezug auf diese Vorhaben. Und genau, das heißt, wir haben die Vorhaben genommen aus den Papern aus dem Jahr 2022. Der Fokus heute wird auf dem ersten Paper liegen und haben die Lehrenden befragt zu den Einstellungen. Das ist Ende letzten Jahres gelaufen. Wir sind jetzt in den Endzügen der Auswertung. Wir haben 10 von unseren 11 Verbundhochschulen oder die Lehrenden aus diesen Verbundhochschulen befragt. Ein zweiter, danke. Und das Papier an sich ist natürlich sehr, sehr lang und recht abstrakt und wir haben uns deshalb konzentriert auf diese beiden Abschnitte. Sie sehen auf der rechten Seite einen Ausschnitt aus dem Inhaltsverzeichnis. Wir haben uns diese beiden Themenblöcke genommen, weil wir denken, dass sie thematisch einfach sehr nah an oder näher an den Tätigkeiten der Lehrenden sind und diese sich auch dazu positionieren können. Und haben aus diesen Abschnitten die Maßnahmen extrahiert und operationalisiert und dann gefragt, wie erstrebenswert die Lehrenden diese Vorhaben halten, wo sie die Verantwortung sehen und haben vereinzelt noch offene Fragen hinzugefügt, um einfach bei Themen tiefer zu gehen oder nochmal Aspekte zu ergänzen. Was wissen wir über die Stichprobe? Also wie gesagt, insgesamt, wir haben die Stichprobe
wir haben die statistischen Daten am Ende abgefragt. Das heißt, wir haben eine tatsächliche Größe von über 1000 Lehrenden. Über diejenigen, die uns etwas verraten haben über sich, wissen wir, dass es ungefähr 2/3 der Lehrenden an Universitäten lehren, 1/3 an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Genau, hinsichtlich der Lehrerfahrung haben wir 2 Gruppen gebildet und es ist ungefähr 50-50. Und Sie sehen am letzten Punkt die größten Fachgruppen, die unter den Befragten vertreten waren. Noch ein zweiter, bitte. Genau, und durchgeführt haben wir die als Online-Befragung mit dem Befragungstool Questor Pro. Wenn wir jetzt ein bisschen tiefer in die Inhalte gehen, diese beiden Themenblöcke, die ich Ihnen gerade gezeigt habe, unterteilen sich nochmal in verschiedene Themenbereiche. Das heißt, der Wissenschaftsrat spricht davon, dass es eine neue Fehlerkultur braucht, verantwortungsvolle Experimente, sich etwas trauen. Lehre muss als Gemeinschaftsaufgabe gedacht werden. Und er spricht davon, dass es Austausch- und Partizipationsformate braucht, an denen tatsächlich alle an Studium und Lehre beteiligt sind. Und dass es diese Ansätze braucht, um individuelle und zukunftsfähige Kompetenzprofile ohne Abstriche bei fachlichen und professionellen Qualitätsstandards zu erreichen. Zum zweiten Themenblock. Der erste befasste sich eher mit den Verfahren und Verständigungsprozessen. Bei dem zweiten geht es um die Optionen der Studiengestaltung, also konkreter um die Lehre. Und er fordert, dass es reflexive, kooperative Lernwelten geben sollte mit viel Austauschmöglichkeiten, den Studierenden Entscheidungsmöglichkeiten im gesamten Studienverlauf gegeben werden sollten. Es braucht eine neue Prüfungskultur, die kompetenzorientiert ausgerichtet ist. Und wir brauchen Bildungssettings für eine divers zusammengesetzte Studierendenschaft. Das vielleicht erstmal als grober Überblick über die Themenblöcke, damit Sie gleich die Ergebnisse, die Katrin Rockenbach vorstellt, etwas besser einordnen können. Genau, also was denken unsere Lehrenden jetzt zu dem ersten Themenblock Verfahren und Verständigungsprozesse? Nicht erschrecken, wir haben hier viel zusammengefasst, damit Sie es einen Überblick bekommen. Wir haben sozusagen zu den 3 Themenblöcken die Items zusammengefasst und Sie sehen von gelb nach rot die Zustimmung. Gelb wäre zustimmend, rot wäre Ablehnung. Und Sie sehen gleichermaßen bei dem Themenblock Lehre als Gemeinschaftsaufgabe auch die Frage nach der Verantwortung, was wir Ihnen vorhin auch Sie gefragt haben. Wer ist denn mehr verantwortlich? Mehr ich als einzelne Lehrende oder die Hochschule? Da haben wir Ihnen jeweils die Summenwerte mitgebracht und gleichermaßen Mittelwerte abgebildet. Sie sehen hinten bei den Mittelwerten, die liegen bei 2,21, 2,22, ist alles ganz erstrebenswert, eher erstrebenswert, die ganzen Maßnahmen aus Lehrendensicht. Und Sie sehen auch, dass die Verantwortung bei Lehre als Gemeinschaftsaufgabe ein Stückchen mehr bei der Hochschule gesehen wird als bei sich selbst. Genau auf dieselbe Art und Weise. Ach nee, wir haben Ihnen jetzt noch mal mitgebracht ein Einzelitem, wo wir gefragt haben, von welchen Akteurinnen wünschen Sie sich denn mehr Initiativen zum Austausch über Hochschullehre? Und da sehen Sie ganz klar die ersten 4 Stück oben. Das sind alles Dinge innerhalb einer Hochschule. Ich wünsche mir mehr Initiative von meiner Hochschulleitung, von der Departmentleitung, von meinen Kolleginnen. Wir nehmen an, dass auch Studierende innerhalb der Hochschule gemeint sind, aber das ist natürlich eine Interpretation. Sie sehen gleichermaßen bundesweite hochschulbezogene Organisationen, wie zum Beispiel das HFD, da wird der Wunsch weniger dringlich. Da gibt es verschiedene Interpretationsmöglichkeiten, möglicherweise machen Sie Ihre Arbeit gut. So, wir haben jetzt über die Verfahren und Verständigungsprozesse gesprochen, die im Wissenschaftsratpapier ja als 2. Block kommen. Wir haben ihn vorgenommen, weil das den Lehrenden wichtiger ist. Wir haben ihn auch noch mitgebracht, wie sehen die Lehrenden die Optionen der Studiengestaltung? Wieder dieselbe Zusammenfassung, wieder gelb mehr Zustimmung, rot Ablehnung und Sie sehen hier auch wieder rechts abgebildet die Mittelwerte. Sie sehen da bei Zustimmung, Ablehnung haben wir es absteigend sortiert.
Es scheint den Lehrenden wichtiger zu sein, an den Bildungssettings für eine divers zusammengesetzte Studierendenschaft zu arbeiten. Das finden sie weniger, mehr erstrebenswert als die neue Prüfungskultur. Wobei wir sagen müssen, die Mittelwerte sind nicht groß unterschiedlich. Ne? Wir nehmen es jetzt aber mal ganz ernst. Und Sie sehen gleichermaßen, dass die Verantwortlichkeit bei dem ersten Themenkomplex Bildungssettings sehr klar bei der Hochschule gesehen wird und sehr wenig Einflussmöglichkeiten von einzelnen Lehrenden gesehen werden. Ja, so haben wir unsere 77 Items ganz dolle zusammengefasst. Wir können Ihnen gleichermaßen noch mal ein bisschen was von den Gruppenvergleichen berichten, die wir gemacht haben. Sie haben insgesamt gesehen, es gab hohe Zustimmungswerte zu den Zukunftsszenarien, also zwischen 2 und 3 liegen die ja. Aber es ist auch nicht super geil, ne? Es ist nicht 1 oder 1,5. Wir finden, wenn wir Gruppenunterschiede rechnen, kaum Unterschiede zwischen den Hochschultypen. Wir finden deutliche Gruppenunterschiede zwischen den Personen mit mehr als 10 Jahren Lehrerfahrung und weniger als 10 Jahren Lehrerfahrung. Wir finden Gruppenunterschiede zwischen den verschiedenen Fachrichtungen, die wir am Anfang aufgeführt haben. Wir haben da das Statistische Bundesamt zur Grundlage genommen, die Einteilung. Aber die 4, die wir vorne genannt haben, sind die größten. Mit denen haben wir das meiste getestet. Und Sie haben selber schon bemerkt, dass die Hochschulleitungen ein Stück, ein bisschen mehr Verantwortung zugeschrieben wird, als sich selbst beim Losmachen. So, Ella hat noch die qualitativen Daten ganz fein zusammengefasst, kurz. Genau, also wir haben eine Menge an qualitativen Daten auch, die ich gemeinsam mit unserem ständischen Mitarbeiter ausgewertet habe. Wir haben unterschiedliche Fragen gestellt, unter anderem zu den Rahmenbedingungen, die Lehrende benötigen, um die Vorhaben, die genannten Vorhaben umzusetzen. Die Lehrenden konnten neben der Angabe von Tools, die sie zum Beispiel in der Lehre nutzen, auch angeben, warum sie bestimmte Tools nicht nutzen. Und wir haben auch nach veränderungsbedürftigen Bereichen gefragt von Studium und Lehre, die Lehrende, wenn sie sich aussuchen könnten, am ehesten angehen. Das ist nur ein Auszug und ohne jetzt tiefer in die Antworten reinzugehen, wollen wir einfach nur auf etwas hinweisen, was ich heute schon in mehreren Beiträgen auch gehört habe und was Sie sicherlich auch kennen. Die Lehrenden haben einfach häufig Aussagen gemacht zu der Tatsache, dass sie einfach Ressourcen benötigen, sei es zeitlich, personell, finanziell oder materiell, um die Vorhaben tatsächlich umzusetzen. Und die Äußerung haben sie getätigt in der Befragung, selbst wenn wir nicht explizit danach gefragt haben. Das fanden wir einfach auffällig und wollten wir herausstellen und zeigt so ein bisschen, dass es auf dem Weg zu Tandem-Seminaren oder dem akademischen Mentorat auch einfach noch die nötigen Rahmenbedingungen braucht, um die beschriebenen Veränderungsprozesse auch einfach anzugehen und umzusetzen. Nichtsdestotrotz haben wir aufgezeigt, dass es grundsätzlich, dass die Lehrenden in den Veränderungsmaßnahmen grundsätzlich positiv eingestellt sind. Kannst du eine? Genau. Und genau, das ist einfach, wir sehen Soll ich nochmal eins zurück? Nee, es passt, alles gut. Dass sie dem positiv eingestellt sind und wenn wir die Sicht der Lehrenden in dem Prozess berücksichtigen wollen, könnte man argumentieren, dass man dort ansetzt, oder an den Maßnahmen ansetzt, die Lehrenden für erstrebenswert halten, wo die meiste Energie hinfließt, weil mit ihnen zusammen, gehen wir davon aus, sollten wir uns auf den Weg machen und Hochschule weiterentwickeln, nicht nur mit Lehrenden, aber auch. Und wir sehen die Befragung und die Ergebnisse als einen Impuls, um in Austausch zu gehen, sowohl innerhalb der Hochschuldidaktik Sachsen, innerhalb der einzelnen Hochschulen, mit dem zuständigen Ministerium, aber natürlich auch zwischen all diesen 3 Gruppen zusammen. Nur ganz kurz, es gibt Ideen für Folgeerhebungen, also wir haben schon darüber nachgedacht, vertiefende Interviews zu einzelnen Themenbereichen zu führen mit bestimmten Gruppen und visieren auch eine erneute Durchführung einer Lehrendenbefragung an, denn in der Art und Weise haben wir das in Sachsen erstmalig so durchgeführt. Und nun stellt sich die Frage, ich hatte schon gesagt, wir befinden uns in den letzten Zügen der Auswertung. Was machen wir mit den Ergebnissen?
Ach so, ja doch, das habe ich schon beschrieben. Wir wollen das als Austausch nutzen, aber auch als Austausch heute hier nochmal und hoffen, dass wir genügend Einblick geben konnten, um eine Diskussion anzuregen. Die führen wir gerne auf den beiden Ebenen. Einerseits über die Ergebnisse, aber auch darüber ins Gespräch zu kommen, ob die Befragung ein Impuls sein könnte, in Richtung Hochschule der Zukunft zu gehen. Und in die Richtung gehen auch die vier Fragen, die Sie hier sehen, falls Sie noch Inspiration benötigen. Ja. Genau, Lynn, da wäre die Frage, steht was im Chat oder gibt es hier Fragen im Publikum? Ich glaube beides. Den Chat, könnt ihr den sehen? Mhm. Da habe ich ein paar Fragen rüber bewegt. Eine Frage bezog sich tatsächlich auch direkt darauf, was mit den Ergebnissen passiert. Das hattet ihr jetzt gerade angerissen. Fließt das in bestimmte Maßnahmen ein? Werden daraus Maßnahmen abgeleitet? Was sind jetzt eure nächsten Schritte damit? Vielleicht könnt ihr dazu noch ein bisschen was sagen. Also wir haben vor 4 Wochen die Berichte für die jeweiligen Hochschulen an die Hochschulen gesendet, sodass jede Hochschule einen hochschulspezifischen Bericht hat, wo sie sich auch noch mal mit den anderen Hochschulen kumuliert vergleichen kann. Und gleichermaßen haben wir Diskussionsrunden zu dem Thema angeboten. Da müssen wir mal schauen, wie die wahrgenommen werden. Haben auch schon welche durchgeführt. Ja. Also die Ergebnisse wurden auch schon in der etwas früheren Auswertungsphase den hochschuldidaktisch Tätigen bei uns in der HD Sachsen vorgestellt. Auch da sind wir schon ins Gespräch gekommen. Und wir arbeiten jetzt demnächst noch ein Executive Summary aus und versuchen das nochmal kumuliert darzustellen und auch mit eigenen Schlussfolgerungen natürlich nach außen zu treten an nochmal Hochschulleitungen, an das SMWK. Unser Ministerium. Genau, ja. Und dann gab es noch eine Nachfrage, wenn ich das richtig gelesen habe, zu unterschiedlichen Erfahrungen von Lehrenden nach Alters, nach Dauer der Lehrerfahrung, ja, sozusagen, das hatte die angerissen, und nach Fach. Und da gab es Nachfragen, inwiefern oder ob ihr da noch mal tiefer einsteigen könnt. Also es mag ja auch ein bisschen rätselhaft wirken, warum wir sagen 10 Jahre Lehrerfahrung. Abgesehen davon, dass sich da 2 wunderschöne Gruppen bilden lassen, die gleich groß sind, gibt es tatsächlich auch aus der Professionalisierungsforschung, sagt man, wenn man 10 Jahre einen Job macht, dann ist man wirklich professionell. Trotzdem haben wir natürlich noch mal geguckt, was passiert, wenn wir kleinere Gruppen machen, mit zum Beispiel Lehrerfahrung 1 bis 3 Jahre im Vergleich zu viel Lehrererfahrung. Die Tendenzen sind sehr ähnlich von den Ergebnissen. Wir stellen fest, dass die mit weniger Lehrerfahrung den Innovationen aufgeschlossener gegenüberstehen. Das hätten Sie so gedacht. Und wenn es bei den Fächern geht, dann nehmen wir jetzt mal die großen beiden Fachrichtungen MINT und sozialwissenschaftlichen Rechtswissenschaften. Da stellen wir fest, dass der MINT-Bereich den Innovationen etwas weniger aufgeschlossen gegenübersteht als die Rechtswissenschaften, Sozialwissenschaften, Geisteswissenschaften. Das ist die große Tendenz. Dankeschön. Gäbe es noch irgendetwas, was euch überrascht hat? Ihr habt eine Sache schon rausgezogen. Habt ihr bei all den Ergebnissen gedacht, hätten wir nicht erwartet? Gab es da noch andere Punkte? Was ich spannend fand, ist, dass bei der Frage nach, mit welchen AkteurInnen sich die Lehrenden austauschen, an 4. Stelle, wie Sie gesehen haben, dass die Studierenden waren und gleichzeitig aber auch die am ehesten sich noch mehr Initiative von den Studierenden wünschen, um sich über Lehre auszutauschen. Das fand ich doch spannend, und vor allem auch bei uns im Projekt arbeiten wir mit dem Ansatz Students as Partners, und vor dem Hintergrund fanden wir das auch nochmal recht erfreulich. Ja. Gibt es Fragen aus dem hier ansässigen Publikum? Alle sind noch am Studienergebnisse verdauen. Wir können auch ein bisschen noch Werbung machen. Die Ergebnisse werden hoffentlich Ende Juli auf unserer Webseite im Gesamten hängen, entstehen. Und ich denke, wir werden dann auch noch mal in entsprechenden Medien darauf ein bisschen aufmerksam machen, dass man es wahrnehmen kann. Wir haben es heute sehr, sehr kumuliert. Und in dem Bericht wird auch wirklich auf Einzel-Item-Ebene noch mal dargestellt, wie Lehrende das sehen. Was ich zum Beispiel auch eine wichtige Frage fand, wir haben auch Lehrende gefragt, wie stehen Sie denn dazu, dass man im Bundesland digitale Lösungen für das ganze Bundesland findet? Mhm.
Weniger Kleinstaaterei. So, ne? Und die Lehrenden sehen das extremst positiv und möchten das. Und das sind so kleine Sachen, die kann man vielleicht für die ein oder andere Argumentation mal herziehen und benutzen. Ich wollte nur noch kurz den Hinweis geben. Ich habe den Link zu unserer Website für alle, die digital zugeschaltet sind, in den Chat gepostet. Genau, da können Sie gern die Projektwebsite besuchen. Wunderbar. Dann danken wir vor allem für die schöne Abrundung eines zweiten, sehr inspirierenden, sehr vollen, vielfältigen Tages. Vielen Dank fürs Kommen und das Vorstellen der Studie und einen wunderschönen Abend. Vielen Dank. Danke für die Einladung. Danke an Sie hier und danke an Sie im digitalen Raum.